Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Ich habe doch nicht Tränen in den Augen. Weil, ja, es war schön in der Schweiz. Wenn ich jetzt sehe, wo wir sind momentan, ich sage, wow, das war super, viel zu tun. Es ist eine schöne Jammer. Was, ja? Wir jammern nicht, das ist Fakt. Es ist nicht einfach, das wissen wir doch auch, das haben wir doch gewusst, dass es nicht einfach ist. Sie alle gingen auf und davon. Ihr Ziel? Die Erfüllung eines großen Traums. Familie Gabussa zog an die Nordsee wegen eines denkmalgeschützten Wasserturms. Jan und Marco Schommer bauten einen Fitnessclub in Ruanda. Und Corinne und Ralf Waldburger planten ein Hundehotel im sonnigen Spanien. Wie geht es den Auswanderern heute? Wunderschön. Wir haben sie ein Jahr später noch einmal besucht. Herbst an der Costa Blanca. Anders als in der Schweiz heißt das Badewetter und Sonnenschein. Seit fast 2 Jahren leben Corinne und Ralf Waldburger in Benissa im Südosten Spaniens. Die Wege für den Spaziergang sind vertraut und mittlerweile kennen sie auch die eine oder andere Nachbarin. Okay. Entonces, muchas gracias. Y buen domingo. Gracias. Haben Sie schon lange nicht mehr gesehen, gell? Benji. Wirklich daheim fühlen sie sich aber trotzdem nicht. Im Moment ist es ja, halt immer ein kleines Auf und ein Ab. Ist nicht so einfach manchmal. Es war mal eine Zeit, wo du das Gefühl hast, mal jetzt. Aber nachher dann wieder nee, und im Moment eigentlich nee, bin ich nicht wirklich da. Ach ja, das ist schon so, ja. Und manchmal hast du gleich wieder ein bisschen heim wie nach der Schweiz. Ja, also, das ist halt schon so. Mhm. Voller Vorfreude verließen die Waldburgers einst ihre Heimat im Thurgau, um hier ein Hundehotel zu bauen. Doch die spanische Bürokratie und nicht zuletzt Corona stellten sie immer wieder vor Probleme. Alles verzögerte sich. Wir haben jetzt Baubewilligung bekommen von der Stadt. Und mit halt noch mehr Auflagen, als das wir bis jetzt hatten. Also wir müssen jetzt eigentlich ein Haus bauen, in dem Sinn, dass es in die Landschaft passt. Ja, wir mussten einfach sagen, da nein, weil eine Eröffnungslizenz schlussendlich, wenn wir es jetzt auch bauen hätten, haben wir ja auch noch nicht gehabt. Also es hätte auch dann können sein, dass wir es bauen haben und schlussendlich gar keine Eröffnungslizenz bekommen. Also dann hätten wir einen Bau angestellt von über 100'000 Euro, wo wir dann gerne hätten können benutzen. Und da haben wir einfach sagen, nein. Das Projekt mit dem Hundehotel ist gestorben. Nun müssen sich die Waldburgers neu orientieren. Schauen wir mit den beiden noch einmal zurück auf die Zeit, als sie ihr geregeltes Leben in der Schweiz hinter sich ließen. Sommer 2019. In einer Autowerkstatt in Egnach hegt Ralf Waldburger neue Zukunftspläne. Kurz vor seinem 50. Geburtstag will er sein Leben nochmals komplett neu ausrichten. Seit 9 Jahren ist der gelernte Autolackierer Chef des Ersatzteillagers. Nun hat er seinen sicheren Job gekündigt. Heute ist sein letzter Arbeitstag. Zu Hause in Steinebrunn im Kanton Thurgau bereitet Ehefrau Gorin Muffins für Ralfs Abschiedsfest vor. Seit einem Jahr ist Gorin mit Ralf verheiratet. Die beiden haben sich auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt.
Es war Corinne, die Ralf zum Abenteuer Auswanderung inspirierte. Also, es ist so, der Ralf, als er das erste Mal mit mir auf Spanien kam, ist, hat er sich eigentlich gerade verliebt in Spanien. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es. Dann haben wir uns auch ein bisschen umgefragt in Spanien, was so ein bisschen gefragt ist, was könnte man machen. Und dann ist das mit den Hunden gekommen und dann bin ich früher um die Flamme gewesen, weil das ist etwas, was ich schon immer machen wollte. Und das ist eigentlich mein Baby mit diesen Hunden. Ja. Das Blech. Ein Hotel ausschließlich für Hunde wollen die Waldburgers bauen. Für Hunde, deren Besitzer ohne ihre Vierbeiner verreisen wollen. Sind wir jetzt hier heim? Ralfs Sohn Mischa hilft seinem Vater, das Fest herzurichten. Mischa verlor seine Mutter, Ralfs erste Frau, vor 3 Jahren an Krebs. Umso enger ist die Bindung zu seinem Vater. Ja, für mich fand das viel. Ich muss meine erste eigene Wohnung suchen. Dann bin ich einfach allein da. Mal schauen, die Situation ist halt. Einfach Großeltern sind da, Gotti. Ja, dann eben Kollegen sind noch. Aber ja, mal schauen, wie es ist, wenn der Vater etwas weiter weg ist und man noch ein paar Mal im Jahr sieht. Noch einmal Bratwürste und Bier aus dem Appenzell. Tada! Also, das Dessertbuffet wäre eröffnet. Wenn jemand Lust hat auf ein Dessert. Es war schön in der Schweiz zu wohnen. Und die Leute, die in der Schweiz waren, alles. Ja, es tut jetzt gerade ein bisschen. Es wirkt gerade ein bisschen auf. Ja. Wenn man das wieder sieht, wie das war, und dann kommen die ganzen Emotionen wieder rauf. Wenn wir einfach voller Hoffnung ausgewandert sind, um unseren Traum vom Hundehotel zu verwirklichen und das nicht können machen. Da hätte ich die kurzen Hosen können montieren. Ja, ich da schon, gell? Einmal. Ankunft in Spanien im November 2019. Ist es Logo? Loco. Das Anwesen mit 2 Häusern haben sie vor wenigen Monaten gekauft. Wir haben es geschafft. Corins Eltern sind zur Begrüßung gekommen. Sie leben schon seit Jahren hier. Salut! Moment. Ist einfach nur reinziehen. Ich denke, heute Morgen bin ich 6 Grad abgefahren und jetzt stehst du da und weißt, du bist einer für immer da. Das ist einfach der Hammer. Wir waren einer vollen Taten dran. Ja, vollen Taten dran, weil wir eigentlich gefreut auch überzogen waren von dem, was wir machen. Ja. Ja. Waldburgers spanisches Paradies ist über 6000 Quadratmeter groß. Platz genug für ihre Hundepension für bis zu 12 Tiere, die sie hier bauen wollen. Noch aber fehlt ihnen die Baubewilligung, die ihnen ihr Architekt vor dem Kauf zugesichert hatte. Hallo, morgen. Eine Journalistin von den Gosta-Nachrichten ist auf die Auswanderer aus der Ostschweiz aufmerksam geworden. Noch einen Kaffee oder so? Nicht? Sie will einen Bericht schreiben über Corinne und Ralf. Das Hundehotel, das sind so Elementbauten, die wir kaufen können. Und dann wird es farbig gemalt. Die Böden werden mit Linoleum verlegt. Also dass es nachher wirklich wie ein Hotel aussieht. Und hier haben wir dann die Einfahrt, oder? Für die Kunden. Dieses Teil wird dann bebaut mit dem Hundehotel. Mhm. Wir haben sicher das Gefühl gehabt, dass wir gut vorbereitet waren. Uns war auch bewusst, dass es nicht einfach wird sein, weil man weiß, dass in einem anderen Land halt nicht so einfach ist, um einen Neustart zu machen. Aber so wie es dann halt rausgekommen ist, das hätte man nicht vorausgesehen. Ich muss mal schnell kommen, wieder am Akustikplan und mal noch schnell am durchschauen. Mhm. Wenige Wochen später bekommen die Waldburgers Post von ihrem Architekten. Es ist nicht die ersehnte Baubewilligung, sondern ein 90-seitiges Lärmschutzgutachten. Das ist ja alles auf Spanisch.
am Zeug übersetzen, was das alles ganz genau heisst. Und ich habe jetzt gesehen, das Hotel, das wir hier eigentlich gerne bauen würden, können wir eigentlich gerne nicht so in dem Sinn bauen, wie wir es bauen wollen. Wenn wir es so bauen wollen, müssten wir um das ganze Gebäude, also das sind etwa 50 Meter Mauer, die wir müssten bauen, im Abstand von 4 Metern zum Gebäude, und die Mauer müsste 3 Meter hoch sein. Was uns einfach schon als allererstes ein bisschen stutzig gemacht hat, das ist vom 23.08.19. Das heisst, das ist schon gemacht worden, bevor wir das Haus gekauft haben. Wenn das Dokument vorne uns unterbreitet worden wäre, hätten wir das nicht gekauft. Weil dann hätten wir die Pläne ganz neu machen müssen. Corin und Ralf wollen Klarheit und laden ihren Architekten zu einem Gespräch ein. Das Problem am Ganzen ist jetzt, oder? Wir haben bis vor 2 Wochen das noch nie gesehen. Nach dem Plan hier müssen wir eine 3 Meter hohe Mauer bauen. Mhm. Oder? Im Prinzip. Im Prinzip. Oder nein, das müssen wir, das steht hier so, oder? Nach Gesetz, oder? Gut, wir müssen das alles richtig verstehen. Und das ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil du bist Schweizer und wir sind in Spanien. Ja. Und Gesetz ist ein Gesetz, aber das sind keine Mathematik. Ein Mauer, das ist das Einfachste, das Schnellste und das Billigste. Das ist eine Lösung. Das ist nur vor den Genehmigung zu bekommen. Ralf und Corin scheinen verunsichert. Genau das Gleiche gemacht. Ja. So, zum Teil haben wir das Gefühl, wir werden einfach eben hingehalten mit dem Geduld. Und du bist hier in Spanien und ihr seid Schweizer und so. Ja, natürlich. Aber irgendwie, ich meine, es läuft hier in Spanien auch. Wir sind nicht die Ersten, die das Projekt haben. Und es werden viele Sachen hier gemacht. Und ich glaube nicht, dass es überall gleich läuft, weil sonst würden hier gar keine Häuser stehen oder so. Trotz der Hindernisse sind die Waldburgers zuversichtlich. Denn sie sind nicht die ersten Schweizer, die hier ein Hundehotel betreiben wollen. Wir machen den Tagesausflug, damit die Hunde, die bei uns beherbergt sind, können wir hier schwimmen. Perfekt. Ja, genau. Mal ein Tagesausflug. Ja. Ich muss mal sagen, wie 20 hast. He? Warte schnell. Warte schnell. So. Hi. Die Bewilligung für den Bau aber lässt weiter auf sich warten. Und dann werden auch noch die Nachbarn zum Problem. Sie wollen nicht, dass die Waldburgers hier ein Hundehotel eröffnen. Das sind einfach so, oder? Auf für Bedenken, dass er äußert, quasi die Lebensqualität nicht mehr so ist, wie sie es jetzt haben. Verschmutzung, Lärm, das eine. Und dann ist noch von einem Nachbar. Der hat Bedenken, dass ihm sein Land nicht mehr so viel Wert hat, wenn er es mal verkaufen will, wenn da quasi ein Hundehotel steht. Und die haben dann einfach Unterschriften gesammelt. Also da sind mehrere Seiten. Es ist einfach ein komisches Gefühl, wenn du noch nicht mal richtig angekommen bist und schon hast eigentlich die Nachbarn gegen dich. Das ist kein schöner Start. Ein Freitagabend im September 2021. Diane und Marco Schommer sind zu einem Apero eingeladen. Firmengründerinnen aus Ruanda sollen sich hier mit Schweizer Unternehmerinnen vernetzen. Hallo. Hallo. Hallo, my dear. Diane kennt beide Länder gut. Nach über 20 Jahren in der Schweiz sehnte sie sich danach, in ihr Heimatland Ruanda zurückzukehren. Mit der Unterstützung ihres Mannes Marco baute sie in Kigali einen Fitnessclub. This is John Gaga, from Swiss Contact. Nice to meet you. Yeah, I've heard about you. She's the fitness center. She's an entrepreneur. Marco war offen für die Träume seiner Frau. Dafür verließ er Freunde und Verwandte in der Schweiz. In Ruanda startete er ohne Job, aber mit der Gewissheit, dass seine Fähigkeiten und Talente auch hier gefragt sein würden. Also ich muss sagen, ich,
bin happy, dass ich den Schritt gemacht habe. Und als mir jemand gefragt hat, als ich im Flieger gesessen bin, haben sie mich gefragt, ja, wie ist jetzt das für dich? Gehst du jetzt da, gehst du jetzt wieder zurück auf Ruanda oder gehst du jetzt zu Hause? Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt heim. Und noch ein bisschen in der Schweiz, einfach wegen dem Sohn und der Familie. Aber, ja. Ich muss viel lernen, aber es ist gut. Ich bin glücklich. Ja. Sogar jetzt ist mit der Covid langsam besser. Es kann nur mehr besser sein. Marco und Diane scheinen in Ruanda angekommen zu sein. Nun leben sie in einer ganz anderen Welt als jener, die sie mit ihrer Auswanderung zurückgelassen haben. Im solothurnischen Bettlach. Für Diane Schommer sind gemeinsame Essen mit der Familie wichtig. Jetzt erst recht, denn schon bald verlassen sie und ihr Ehemann die Schweiz. Für immer. Als Diane in den 90er Jahren aus ihrer Heimat Ruanda flüchten musste, war die Schweiz ihr Zufluchtsort. Sie integrierte sich schnell. Bei einem Treffen mit Freunden lernte sie ihren späteren Mann Marco kennen. Von dort, eine Woche später, sind wir zusammen gewesen. Und jetzt ist 22 Jahre. Jetzt nehme ich ihn mit in Afrika. Ja. Zwischenzeitlich sind es 24 Jahre. Am Neuenburger See in einer internationalen Uhrmacherschule. Hier arbeitet der Afrika-Auswanderer Marco Schommer, Dians Ehemann. Can we come quick? Yeah, yeah. Yeah. Heute beginnen die Schüler ihre zweijährige Ausbildung. Good luck this afternoon when starting filing. Okay, see you, bye bye. Seit dem Abschluss seines Ingenieurstudiums arbeitet Marco in der Uhrenindustrie. Die Schule leitet er übergangsweise. Seine vorherige langjährige Anstellung verlor er nach einer Umstrukturierung. In Ruanda muss er sich nun eine neue Aufgabe suchen. Ja, wenn man halt auswandert, dann ist das ein Risiko. Man tut das gewohnte Leben verloren und man geht in eine neue Sache hinein. Und das ist halt ein bisschen, ja, das ist, es kann kommen oder nicht kommen. Voilà. Kann man kommen oder nicht kommen. Also. Hi, Dylan. Hi, Mom. How are you? Zum Abendessen kommt Sohn Dylan zu Besuch. Der 22-Jährige ist semiprofessioneller Basketballspieler. Er wird in der Schweiz bleiben. You will miss my kitchen, ne? Yeah. I've already been missing it. Was uns erwarten wird, war mir noch gar nicht klar dort. Ich hatte auch noch nichts gehabt und die Angst, dass man dann vielleicht irgendwie nicht durchkommt oder so, das war sicher etwas gewesen. Aber alles dann wirklich dort leben und wirklich irgendwie sich durchschlagen und das Haus finden und alles das, das hat man sich dort vielleicht gar noch nicht richtig vorgestellt. Nein. Kigali, die Hauptstadt Ruandas. Im Herbst 2019 kommt Marco Schommer in seiner neuen Heimat an. Welcome. Marcos Frau Diane ist vorausgereist, um alles vorzubereiten. Sally! Was Marco nicht weiß, Diane hat ein Begrüßungsfest für ihn organisiert. Welcome home. Oh, ja. Danke. Hello. Yeah. Hey, my God. Wow. Wow. Hello. Annette. Die ganze Familie da. Hey, 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 hey. It's a definitive settlement. Yeah, you've come now. Yes. As you can see. Yes. Endlich. Oh. Oh. So sweet. That's nice.
einen schöneren Empfang hätte sich Marco kaum vorstellen können. Habe ich da so schlimm getanzt? Jesus Gott. Einige Wochen später. Nach langer Suche hat Dian passende Räumlichkeiten für ihr Fitnessstudio gefunden. Sie befinden sich dort, wo man sie nicht vermutet, im hinteren Teil einer Bar. Es tönt ja schon mal gut. Heißt, sie sind dran. Nun wird alles komplett umgebaut, ganz nach den Bedürfnissen der Schommers. Die Arbeiter müssen Wände versetzen, die Decke neu machen sowie Duschen und Toiletten einbauen. Schau mal, wie das aussieht. Heilige Bimba. $1000 kosten die Räume im Monat. Ich freue mich, wenn fertig ist. Jetzt weiß ich nicht, wo ich durchschaue. Ah, bonjour, bonjour. Vermieter Hamlet kümmert sich um den Umbau. Die Schommers haben ihm dafür 4 Monatsmieten im Voraus bezahlt. Auch den Zugang zum Studio wird Hamlet neu machen. Dazu muss er mehrere Wände durchbrechen, bis hin zur Straße. Vermieter Hamlet ist zuversichtlich, dass er aus dieser Halle in wenigen Wochen ein Fitnessstudio machen kann. Mirabel und Ala Gabussas Leben ist eine Baustelle, seit sie vor 3 Jahren mit ihren beiden Söhnen vom Emmental nach Norddeutschland ausgewandert sind. Mein Liftboy. Du kommst jetzt trinken. Die beiden erwarben in Cuxhaven einen stillgelegten Wasserturm. Ihr kühner Plan: ein Café 40 Meter hoch über der Stadt. Dazu ein Bed and Breakfast. Und Gewerberäume. Oder hier sieht man es drissen, oder? Dafür müssen sie den denkmalgeschützten Turm komplett umbauen. Doch alles dauert viel länger als gedacht. Nach jahrelanger Planung konnten sie jetzt zumindest mit der Sanierung der Fassade beginnen. Aber immer wieder entdecken sie neue Probleme. Die Metallbänder unterhalb des Turmkopfes sind stark verrostet. Sieht einfach schon gut aus. Noch ist unklar, ob die Schäden die Statik des Turmes beeinflussen. Das ist auch nicht mehr so gut. Heiratsacken. Jetzt haben wir das Problem, die Herausforderung, natürlich, was das eine Lösung braucht. Mit den Drohnen haben wir es nicht gesehen. Da siehst du nur, was es abdeckt ist. Und jetzt, wo wir das Gerüst haben, wollen wir es sichtig machen. Oder? Und so etwas geht sehr schnell ins Geld. Das ist das, was uns natürlich schon mehr belastet. Du bist auf der Achterbahn. Jetzt müssen wir hier anhalten, sonst gehen wir hier oben raus. So. Also hier oben ist die schönste Aussicht, die man haben kann. Es gibt nichts Schönes. Und wenn du zum Chemie gehst und noch etwas höher ist, noch besser. Alles dreht sich bei Familie Gabussa um den Wasserturm. Seit bald 4 Jahren. Ich weiss noch, als wir sie kamen, wegen dem Notar. Das war so stürmisch. Wir hatten einen solchen Hindernislauf. Das hätte eigentlich ein Vorzeichen sein können. Nehmen Sie es nicht. Das Unwetter bei der Schlüsselübergabe für den Turm war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen würde. Wie viele Hürden die Gabussas bewältigen mussten, hätten sie sich niemals träumen lassen. Lokaltermin mit den Architekten im Frühjahr 2018. Mirabel und Alain stellen ihre Pläne vor. Mit den Fenstern und das Treppenhaus, das war einfach eine Pflicht. Die Räume sind natürlich genauso hoch, wie ich es erwartet habe, über 4 Meter. Also hier wäre die Idee, dass wir ein Gewerbe reintäten, sei es Boutique, eine Weinhandlung, einfach etwas so ein bisschen Spezielles, wäre ja schön, oder? Und nachher gäbe es in den nächsten Stöcken B&B, also je 2 Zimmer. Im 3. Stock wäre dann die Ferienwohnung. Und nachher gäbe es dort oben nachher das Café und vielleicht, wenn es geht, eine Wohnung noch drin oben. B
Bevor Mirabelle und Alain den Turm kauften, ließen sie Gutachten erstellen. Wir haben ja das dann so abklären von den Experten und die haben uns das dann bescheinigt, ja, das ist alles möglich. Und wir haben die Kosten, haben wir die Zusammenstellung bekommen und haben auch noch mehr drauf da gehabt. Es hat auch gestummt, die Bank war auch sofort dabei. Die Planung und das, was wir eigentlich im Sinn hatten, war eigentlich gut. Unter dem Dach das Herzstück. Jetzt haben wir den Wassertank. Die Seite, wo das Tür aufgeht, 12 Meter. 12 Meter, 12 Meter gehen sie hoch, so, von hier aus. Groß wie ein Einfamilienhaus ist der Tank. Sein Fassungsvermögen knapp 1 Million Liter Wasser. Es wäre natürlich witzig, wenn man jetzt eben da drinnen könnte, einen Kaffee reinbauen, oder? Und dass man die Wände sieht. Ja, das ist, schon ein schweres Millionenprojekt, das ist so. Jetzt müssen wir schauen, was macht Sinn für die Zukunft, oder? Ein Kaffee im Turm, 40 Meter hoch über der Stadt. Vier Monate später ist es dann soweit. In Langnau im Emmental packen die Gabusas ihre Sachen. Ihr Einfamilienhaus haben sie verkauft. Ein voller Laster, das ist die ganze Habe, die sie mit ins neue Leben an die Nordsee nehmen. Ist es besser, wenn wir alles solche Kissen heraustragen, oder ist es die Möbel besser zuerst noch? Mhm. Oder Janis, Achtung, Schwertransport. Janis soll in der neuen Heimat die obligatorische Schulzeit beenden. Sein älterer Bruder Nikola wird sich in Cuxhaven eine Lehrstelle suchen. Ja, ja, mich darauf kann ich einstellen, dass wir gehen. Also, das weiss ich ja schon länger. Und, darum bin ich jetzt wirklich, oh, ich glaub's nicht. Jetzt können wir schon so, nein, Schock. Ja. Vom Kanton Bern an den äußersten Zipfel Deutschlands, ans Wattenmeer. Fischerei und Tourismus prägen Cuxhaven. Hier befindet sich die neue Wohnung der Familie. 4 Zimmer, knapp 100 Quadratmeter. Ein Neuanfang, auch für ihre Kinder. Ich war wirklich ein bisschen angespannt, weil das ist jetzt das Beste. Oder das, ja, es ist doch ein für sie ein rechter Schritt. Und dann habe ich schon gehofft, dass sie das einfach gut über die Bühne geht. Also ich merke schon, ich vermisse es schon. Also allgemein die Natur, klar jetzt hier und die Natur, aber das ist nicht das Gleiche. Also Berg allgemein halt, das ist halt das, was ich halt vermisse. Ja, mal, also ich würde schon gerne wieder zurückgehen und eher, wie gesagt, Zemmital ist mal schauen. Aber ich denke es etwa schon. Der Wasserturm prägt von Anfang an das neue Leben der Gabusas. Noch sind die Architekten am Planen, aber schon bald wollen sie das Baugesuch einreichen. Per Mail hat Mirabelle ein Angebot für den Einbau eines Liftes bekommen. Es sind Leute gekommen, die so ein bisschen geschaut haben, wie es machbar ist. Und ich hatte dann noch verschiedene Brandschutzsachen, die wieder Fragen aufgeworfen haben. Es ist manchmal recht aufwendig, bis du zum Ziel kommst. Ein paar hundert Meter weiter hat sich Alain ein Atelier angemietet. Bis der Gästebetrieb im Wasserturm läuft, ist die Familie auf den Verdienst aus seinem alten Job als Messeleiter angewiesen. Momentan ist es so, dass ich 2 bis 3 Monate jetzt noch das Mandat habe. Ich bin jetzt aber am Schauen, was ich neue Aufgaben übernehmen kann im Messebereich als Freelancer. Und jetzt muss man halt ein bisschen schauen mit den Leuten, beziehungsweise jetzt, ja, lass spielen. Ja, ciao, Ivan. Wie geht's dir? In einem Strandhotel absolviert Nikola, der ältere Sohn, unterdessen sein erstes Praktikum. So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Herr Kabusat geht gleich mit Frau De Nuzzo dann mit nach oben, in die 6. Etage. Alle zusammen. 1, 2, 3, geht aus, gehen. Schon bald wird Nikola eine Lehre zum Hotelfachmann beginnen.
Sein jüngerer Bruder Janis jobbt neben der Schule als Zeitungsausträger und bessert so sein Sackgeld auf. Ich habe schnell Kollegen gefunden, die ich auch schon mit denen gegamed und so, was man halt nicht mehr so abmachen tut. Aber früher tut dann darüber das Internet miteinander spielen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt alles habe. Die Gabusas leben sich schnell an der Nordsee ein. Also, nehmen wir den raus. Nico, kannst du auf der anderen Seite ziehen? Gut. Die Monate ziehen ins Land. Aber die Planung bei den Gabusas stockt. Wegen des Cafés im Wassertank sind noch immer viele Fragen offen. Vor allem beim Brandschutz. Das Problem, der Turm ist zu hoch für die Leiter der Feuerwehr. Wir warten seit etwa 4 Monaten jetzt auf den Bericht vom Brandschutz, wie es genau geht. Das Gebäude ist sehr komplex für den Brandschutz, weil wir nur ein Stefelhaus behalten. Das ist unser Ding. Und jetzt haben wir so Vorräume und Schutzräume machen und dann so einen Überdruck im Stegenhaus, damit es keine Rauchentwicklung passieren kann. Yes. Wir hatten das Gefühl, dass man das irgendwie in 2 Monaten, irgendwie, wenn man es bereit hat, berechnet oder angeschaut hat, irgendwie hat. So jetzt sind wir irgendwie schon bei 5-6 Monaten. Das ist einfach, jetzt geht es irgendwie wegen dem Wechsel vorwärts. Geht es in diesem Tempo weiter, wird es noch lange dauern, bis die Gabusas mit dem Umbau beginnen können. Eine Wahrsagerin. Besser läuft es in den ersten Monaten der Auswanderung bei den Schommers, trotz beginnender Corona-Krise. Dian hat einen Termin beim Schreiner. Das ist der Step for Aerobic. Wir haben 30 Stück bestellt. Und sie sind noch machen. Es ist noch nicht fertig. Das ist etwas, wo mir nicht gefällt. Zum Beispiel hier. Das ist gespreitet. Oh ja, hano haramasti. Er hat gesagt, sie korrigieren und nachher ist gut. Auch auf der Baustelle im zukünftigen Fitnessclub der Schommers gibt es Fortschritte. Ariko. Ah, das ist Herr. Toilette mit meinem Ding, gut, das ist okay. Ah, da ist Dusche drin, das ist jetzt auch besser. Ah. Wir haben jetzt WCs und Duschen, haben aber vergessen, dass man sich ja auch umziehen muss. Ja, ist einfach blöd, weil er jetzt die Arbeiten schon gemacht hat, oder? Wenn man sieht, der Gang hat, oder der Gang ist, hat nicht existiert. Der hat er wirklich rausgeschlagen von null auf. Aber dann hätte er eben das auch gar berücksichtigen können. Und jetzt ist natürlich scheiße, auf gut Deutsch. Immerhin, die Decke im Kursraum ist bereits fertig. Die Schommers werden von Dians Fitnessclub allein aber nicht leben können. Sie brauchen mehrere Einnahmequellen. Neben seiner Jobsuche treibt Marco daher eine weitere Geschäftsidee voran. It's growing, growing. Very good. Auf 3,5 Hektar Land ließ Marco Zitronengras-Setzlinge anpflanzen. Aus dem Gras will er später Duftöl herstellen lassen. Umgerechnet 30.000 Franken hat er für die jungen Pflanzen investiert. Ich war am Boden zerstört, als ich die gesehen habe. Und dachte, nein, die Hälfte von denen ist kaputt. Und das sind 105.000 Setzlinge, die jetzt hier gesetzt sind. Oder? Also, du kannst dir vorstellen, es war gleich einiges an Geld. Das ist ein gutes Beispiel. Das war ein much better. Ja. Aber es sieht man gut, es kommt. Ich habe das nicht wirklich verstanden mit Lemongras. Und nachher, wo er angefangen ist und ich sehe, wie viel Geld das wir investieren mussten, das war mir, das ist ein super Fehler, habe ich immer gedacht. Also du hast gemeint, wir haben zu viel investiert. Ja, viel zu viel. Okay. 1,
Es dauert noch mehrere Monate, bis Marco das erste Mal Zitronengras ernten können wird. Sommer an der Costa Blanca. Wer kann, verbringt seine Tage am Meer. Doch die Auswanderer aus der Schweiz sind nicht in Stimmung, die schönen Seiten ihrer neuen Heimat zu genießen. Noch immer warten sie auf die Baubewilligung. Und ohne Hundehotel fehlt ihnen nicht nur das Einkommen, sondern auch eine Aufgabe. Tag für Tag müssen sie sich aufs Neue selber beschäftigen. Bald ein Jahr ist es her, dass Ralf seinen letzten Arbeitstag hatte. In einem Autohaus im Thurgau war der 50-jährige Chef über das Ersatzteillager. In Spanien erhoffte er sich mehr Zeit im Alltag. Jetzt hat er zu viel davon. Ehefrau Corinne war Sachbearbeiterin in einem Industriebetrieb. Ja, es ist keine einfache Zeit. Wir sitzen jetzt 24 Stunden, sind wir beieinander. Früher hat jeder seinen Job gemacht und jeder war den Tag durch beschäftigt gewesen. Und jetzt sitzen wir halt da und schauen, was wir machen können. Und das ist auch nicht so einfach, wenn man halt in dem Sinne keine Beschäftigung hat oder nicht etwas kann machen kann. Und dann nimmt der jetzt im Moment schon sehr schwer. Ich konnte nicht mehr länger hier hocken und einfach böse den Tag ausleben. Ich musste einfach etwas machen. Weil ich bin auch in der Schweiz schon immer der Macher war. Ich habe viel organisiert gemacht und tun. Und ich habe einfach gedacht, ja, wie ist man eigentlich irgendwie die Decke auf den Kopf langsam gehalten. Durch ein Gespräch mit einem Freund kommt Ralf auf die Idee, Ferienimmobilien zu bewirtschaften. Er gründet eine Firma, Waldburger Swiss Home Service. Kurz darauf hat er bereits einen ersten Auftrag. Wir haben Inserat geschaltet in den Costa Blanca Nachrichten. Und der Herr hat sich dann auf das Inserat gemeldet. Und ja, so sind wir noch zu dem Auftrag gekommen. Potenzielle Kunden gäbe es genug. Viele Mitteleuropäer besitzen hier ein Ferienhaus. Eines davon werden die Waldburgers nun betreuen dürfen. Guten Morgen! Während Jahren hat das deutsche Ehepaar Schnieber diese Liegenschaft betreut. Altershalber geben sie das Mandat nun ab. Peter Schnieber erklärt den beiden ihre künftigen Aufgaben. Muss man einfach immer jedes Mal, wenn sie, bevor sie kommen, sauber machen, genau, abstauben. Die melden sich meistens immer vorher an. Dann müssen halt die Betten gerichtet werden. Super. Der Hausbesitzer hat ein Grundpaket gebucht. Das heißt, eine wöchentliche Kontrolle von Haus und Pool, Lüften und Pflanzengießen. Weitere Arbeiten kann Ralf zusätzlich verrechnen. Das ist ein schöner Arbeitsplatz. Aber man muss arbeiten da. Ja, natürlich. Die Idee eben war, wenn man das Hundehotel mit Bewilligungen und alles bekommen hätte, dann irgendwie, dass man das einfach ergänzend macht, oder? Aber mittlerweile ist das ein unser Hauptprojekt. Ja. In Ruanda sind die Schommers voller Vorfreude. Sohn Dylan kommt überraschend nach Kigali. Dylan ist Doppelbürger und spielt als Basketballer auch für die ruandische Nationalmannschaft. Nach Monaten der Trennung ist Familie Schommer erstmals wieder vereint. So lang gegangen. Ja, endlich sieht man mal wieder den Wuhungu. Einziger Wermutstropfen, Dylan ist nur kurz hier. Schon am nächsten Tag muss er wieder zurück in die Schweiz. Wenn ich jetzt anschaue, ich habe ein bisschen homesick. Ja. Zeit für Heimweh bleibt Dian während des Umbaus ihres Studios kaum. Papa, tu interessa.
Die Fitnessgeräte werden geliefert. 18 gebrauchte Maschinen haben die Schweizer im Hochseecontainer nach Kigali verschifft. Sie sind ein Geschenk von Dians ehemaligem Arbeitgeber, bei dem sie als Zumba-Trainerin angestellt war. Das ist mein Bereich. Groß, groß und das auch wie Velo. In 10 Tagen soll auch der Kursraum fertig sein. Ich hoffe, Freitag, wir sind dann parat. Also, der Raum ist parat. Eröffnen kann Dian trotzdem noch nicht. Der Betrieb von Fitnessclubs ist wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres verboten. Da wären wir wieder. Mit jedem Monat Verzögerung aber verlieren die Schommers Geld. Umso wichtiger wäre es, dass Marco in Kigali einen Job findet. Ich habe nicht gutes Gefühle gehabt, weil er war hier. Suchen und dann hat er auch gesagt, dass es geht ihm nicht so gut. Ja, langsam hat er auch gleich Panik gekriegt. Aber er hat immer gearbeitet, was? Keine Ahnung was. Schon vor der Auswanderung hatte Marco in Ruanda Kontakte geknüpft und sich nach Jobmöglichkeiten umgehört. Dann, nach 7 Monaten, hat er ein erstes Mandat. Im Auftrag einer Stiftung soll Marco ein Konzept für die ruandische Regierung erstellen. Diese möchte die duale Berufsausbildung nach Schweizer Modell in Ruanda einführen. Ja, das war ein sehr gutes Gefühl, das erste Mandat. Ja, das ist, man wird wieder gebraucht. Und, also ich war zwar immer beschäftigt, es war nicht so, dass ich keine Beschäftigung hatte, aber jetzt da ist wieder auch etwas verdient worden dabei. Weitere Wochen ziehen ins Land. Mittlerweile ist der Umbau abgeschlossen und auch die vergessen gegangenen Umkleidekabinen sind fertig. Alles wäre bereit, aber eröffnen dürfen die Schommers immer noch nicht. Dabei sah alles gut aus. Über Wochen waren die Corona-Fallzahlen tief. Die Regierung kündigte Lockerungen an. Die Schommers rechneten fest damit, bald starten zu können. Doch plötzlich schossen die Neuinfektionen wieder in die Höhe und das Fitnessstudio muss weiter geschlossen bleiben. Ich bin so traurig. Ich weiß nicht, wie weit geht jetzt. Aber wir putzen jetzt die Maschine und nachher werde ich zu entdecken. Das Staub nicht immer, weil jetzt weiß ich nicht wann. Die große Freude und alles parat und ja. Und dann kommt die Nachricht, fertig, Schluss, zu, alles geht nicht. Die Zukunft der Schommers mit ihrem Fitnessstudio bleibt ungewiss. Stillstand auch an der Nordsee. Der Wasserturm in Cuxhaven wartet weiter darauf, mit neuem Leben erfüllt zu werden. Wir müssen vorwärts machen. Es geht auch um die Baugenehmigung. Die müssen wir einreichen. Nichts geht mehr, auch bei Alain. Wegen der Corona-Krise wurde seine geplante Messe abgesagt. Ja, das Problem ist einfach, das ist finanziell gar nicht mehr möglich. Eben, aber Kunststofffenster ist etwa 60 günstiger. 203.000. Nein, das müssen wir nachbringen. Und durch zusätzliche Auflagen der Behörden wird das Projekt immer teurer. Auf der Suche nach einer Lösung haben sie einen Termin mit dem neuen Oberbürgermeister vereinbart. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich gebe nur noch etwas Kleines, was ich für die Kaffeepause
damit sie etwas noch von der Schweiz haben, etwas Kleines. Oberbürgermeister Uwe Santier und Baudezernent Martin Adamski haben eine knappe Stunde Zeit für die Gabusas und ihr Projekt. Gerne. Erstmal finde ich das gut, dass wir uns heute treffen. Wir sind ganz froh, dass Sie da sind. Das sind schöne Worte. Mhm. Das bleibt bei den Worten. Die Holzfenster kosten über 65.000 Euro mehr als die Kunststofffenster. Das Dach muss man schauen. Das Geländer innen, man muss ja viel, auch viele Sachen machen, aber wir können uns das einfach nicht alles leisten. Das, was Sie gerade gesagt haben, das können wir nachvollziehen. Da gab es ja einen ersten Impuls auch von der Wirtschaftsförderung, das wollen wir noch mal angehen. Bei den Fenstern wird es bleiben, aber wir können gucken, ob wir mit dem einen oder anderen Fördertopf es hinkriegen, dass ihre Belastung irgendwie zumutbar auch ist. Ne? Wir haben keine Fördermittel bekommen, nichts. Leider haben sie kein Geld in den Töpfen, angeblich. Das hat mir jetzt der Denkmalschutzbeauftragte auch wieder gesagt. Und dann sagt man, ja, man freut sich, dass man das Projekt macht. Oder? Das verstehen wir nicht unter Unterstützung. Aufgeben ist für die Gabusas aber keine Option. Im Gegenteil. Bis es mit dem Wasserturm weitergeht, verfolgen sie eine weitere Geschäftsidee. Ein rollendes Café. So, Mirabelle, bitteschön. In den Citroën HY, ein Oldtimer aus Frankreich, lassen sie eine voll ausgestattete Kaffeeküche einbauen. Ja, ich würde sagen, sie haben es geschafft. Es ist die Elektrik gemacht worden. Wie gefällt dir der Boden so? Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist Foto gesehen. Ja, das ist tiptop. Und ich kann sogar stehen. Ja, du kannst noch. Ja, du wärst etwa hier. Nein, etwa hier. Ja, noch ein bisschen näher zu mir. So, ich bin hier. Kaffeemühle hast du hier. Mit den Einnahmen aus dem Kaffeemobil wollen sie vorübergehend ihren Lebensunterhalt bestreiten. Du Schatz, wenn wir jetzt das würden so her tun, dann könnte das die Wand und dann würde es bis dahin kommen, dann würde es abdichten. Mir gefällt es nicht. Sagen Sie jetzt mal ganz klar. Erstens, das ist ein Holz, eine Holzimitation. Das andere ist auch Holz. Und das beißt dann an. Und das andere ist eine Platte, die man muss berechnen, ausschneiden und dann haben wir eine einzige Fläche. Und dann mit einer Fuge abdichten. Ein Cappuccino bitte. Ideengeber ist, glaube ich, ein grösster Teil daran. Wirklich. Ich gebe auch noch meinen Senf dazu. aber so, dass es immer stimmt für beide. Und da haben wir immer alles, eigentlich alles so können machen, wie wir wollen. Das Kaffeemobil wird genau so, wie es sich die beiden vorgestellt haben. Aber beim Wasserturm entwickeln sich die Dinge anders als gewünscht. Über 3 Jahre lang versuchen die Gabusas alles, um ihre Vision umzusetzen. Dann schließlich treffen sie eine tiefgreifende Entscheidung. Sie werden ihr Projekt radikal verkleinern. Herr Schuhe, der Bob ist eben gefunden. Alla und Mirabel geben ihre ursprünglichen Pläne auf. Es wird kein Café im Wassertank oben geben, 40 Meter hoch über der Stadt. Die Auflagen von Brandschutz, Hochhausrichtlinien sind so enorm geworden und aufwendig, dass wir einfach gefunden haben, wir müssen da eine andere Lösung finden. Und das bedeutet, dass wir jetzt das Café ja hier unten haben. Und nachher geht es ins erste Obergeschoss, wäre die erste Ferienwohnung, zweites Obergeschoss, zweite und die dritte Ferienwohnung ist der unterhalb vom Technikbereich. Für mich ist es kein Schritt. Ich glaube, es ist etwas, du machst etwas und machst alles dafür, wenn es nicht funktioniert oder zu teuer wird oder einfach irgendetwas sonst passiert, das ist halt so. Durch die Verlegung des Cafés nach unten ins Erdgeschoss ist ein Großteil der Brandschutzauflagen hinfällig. Schon bald werden sie das redimensionierte Gesuch einreichen. Baubewilligung haben wir am 27. Juli 2021 bekommen. Und wir haben sie mal gefeiert. Wir sind so im Tun, im
Ding drin. Irgendwie hat man das gar nicht mit richtig wahrgenommen. Also wir hatten schon Freude an dem, ja. Aber sofort ist die Bank hinten nachgekommen und gesehen, der Baustoff geht 30% durch, es müssen eine neue Finanzierung haben. Und das ist dann irgendwie, gibt es wieder, oder es kommt die nächste Hürde, oder? Drei Projekte. Drei Länder. Drei Neuanfänge. Ohne die Liebe zueinander hätten es die Auswanderer nicht bis hierher geschafft. Wie geht es ihnen heute? Herbst 2021. In Ruanda haben die Menschen nach einer dritten Corona-Infektionswelle wieder mehr Freiheiten. Das sind gute Neuigkeiten für Diane Schommer. Endlich kann sie ihr Fitnessstudio eröffnen. Morgen habe ich eine Grand Opening für die Gym. Jetzt kaufe ich ein für Einlass, für Party morgen. Fast ein Jahr lang musste Diane ihr fertig gebautes Studio wegen Corona geschlossen halten. Jetzt hat das Warten ein Ende und Diane kann ihren Traum vom eigenen Fitnessclub umsetzen. Ein bisschen nervös, aber Freude auch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, es kommen viele Leute. Ja. Auf dem Feld der Schommers schneiden Arbeiterinnen unterdessen Zitronengras. Bis zu 4-mal pro Jahr können sie das Gras ernten. Persönlich aufs Feld fahren muss Marco dafür nicht mehr. Wir haben jetzt das so ein bisschen eingerichtet, dass wir eigentlich per Telefon das Harvest machen können. Aber jetzt müssen wir dann gleich bald wieder mal schauen, weil wir müssen dann mal noch düngen. Und bevor jetzt der Grossregen kommt. Und, ja. Aber ich bin nicht mehr so oft mit dem Lemongras unterwegs. So. Der 53-Jährige hat einen Termin in der Destillerie vereinbart, die sein Zitronengras verarbeitet. It's nice to meet you here. Yeah. Yeah, welcome to the mood. Ah, here is my lemongrass. Ah, that is now drying here, huh? Yeah. Okay. Mhm. Smells already gut. Schmeckt schon gut da. So, you know how many kilo these are here? How much did they bring? 2 tons 400. Okay. So we put 200 kilograms here in this pot. Yeah. And we close. Mm-hmm. And the fire will boil the water, and the steam will push through the lemongrass. And then it goes after. Then it cools down. Ah, there you can see it. Huh? Yes, you can. Ah, you can see it. There it comes. Yeah. Here, in between. Mein Investment ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Wie soll ich sagen, es gibt noch nicht so viel her, aber ich denke, es ist eine gute Sache. Es gibt Community-Jobs, wo die Leute etwas machen können. Ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben mit dem Düngen, dann wird das sicher nachher besser werden. Wow. Bis zu 50 Liter Öl lassen sich aus einer Ernte herstellen. So, these are the essential oils. Okay. From your lemongrass. It smells so good. Wow. How much do you say? $60? Mm. The local market is around 55. Auch wenn es sich bisher noch nicht rechnet, Marco möchte die Idee vom Zusatzverdienst mit dem Zitronengras noch nicht aufgeben. In Cuxhaven müssen die Gerüstbauer eine schwierige Aufgabe lösen. Kabusas wollen den Wassertank von innen reinigen lassen, solange der Montagelift steht. Dazu müssen die Handwerker ein Hängegerüst von oben in den Tank einbauen. Hast du die Milch schon gemacht für das Cappuccino? Ein paar hundert Meter weiter arbeiten Alain und Mirabelle in ihrem Kaffeemobil. Ein Fachgeschäft für Hörakustik feiert Jubiläum und hat sie für dieses Event gebucht. Den Cappuccino. Kaffee?
Aber du willst Milch und Zucker oder was? Seit einem Jahr sind sie mit ihrem umgebauten Oldtimer dreimal pro Woche in der Cuxhavener Innenstadt anzutreffen. Kaffee zu verkaufen ist momentan ihre einzige Einnahmequelle. Das ist schön, dass es jetzt so super läuft. Aber der Alain war ja schon am Hafen und nachher. Und dann, wenn noch das Wetter danach ist, dann, ja, dann stehst du wirklich nur. Und dann, ja, wegen ein paar Euro. Manchmal wenn du so eine Stunde so einen halben hast, der kommt, nein, ist das ganz schlimm. Aber wir sagen lieber halbe Präsenz sein als gar nicht. Längst hätten sie ihre Kunden im Café im Turm bedienen wollen. Dass sich so entwickelt haben, das hätte man nie gedacht. Aber es ist schon gut. Also, es stimmt für uns schon so, jetzt in diesem Rahmen. Aber wir sind ja schon froh, wenn wir es endlich öffnen können. Ich habe mit dem Wassertrost. Genau. Genau, ich gebe Ihnen sofort die Karte, dann können Sie mal sehen. Genau. Wir haben noch eine Webseite und wir hoffen, nächstes Jahr zu eröffnen. Ja, das muss sein. Ja, weil sonst ist der Spaßfaktor dann irgendwann mal zu Ende. Ja, 6. Genau. Juli muss es fertig sein. Und dann ist es genau 125 Jahre her, als wir sie geöffnet haben. Ja. Also wir müssen im Juni fertig sein, damit wir noch die Einladungen verschicken können. Aber es gelingt sicher. Willst du einen Kaffee oder Cappuccino? Machen wir ruhig Cappuccino, einen schönen. Cappuccino, einen schönen Cappuccino, gerne. Der Café der Gabussas kommt bei den Cuxhavenern an. Mittlerweile haben sie schon viele Stammkunden. Genau. Hast du gesehen, was wir gefunden haben im Zwischenboden? Ich habe ganz viele Zeitungen gefunden. Aus der Zeit, ja? 31, 33, 54, 75, 80er und 90er Jahre. Ich war ganz stolz. Danke vielmals und ich wünsche dir. Tschüss. Tschüss. Trotz treuer Kunden. Mit den Einnahmen aus dem Kaffeemobil können sie gerade so ihre Fixkosten decken. Kaffee immer viel gehabt. 100, 110, 120 Euro auszahlen. Umso wichtiger ist es für sie, dass ihr Turm so schnell wie möglich fertig wird. Bis nachher, Schatz. Ja, tschüss. Ja, ist gut. 7 Uhr in der Früh in Spanien. Okay. Dann gehe ich los. He? Später. Für Ralf Waldburger beginnt die Arbeit für seinen Home Service. 6 verschiedene Swimmingpools muss er heute reinigen. Weil wir jetzt im Moment ein bisschen verstreut noch alle Pools haben, dann ist im Fahrtweg ein bisschen. Ja, länger. Aber eben, da ist halt immer ein neues Geschäft aufgebaut, wo man halt auch nie, wenn man am Anfang kommt und vorzuschauen. Und dann müssen wir am Morgen relativ früh raus, auch, halt auch von der Wärme her. Es dann irgendwann, vor allem im Sommer, sehr warm wird, dann ist es dann relativ schwierig, also, dann in dieser Hitze dann noch zu arbeiten, sage ich jetzt mal so. Der 51-Jährige hat harte Monate hinter sich. Den Traum vom Hundehotel zu begraben, fiel ihm schwer. Zudem klappte der Einstieg ins neue Business nicht, wie er hofft. Trotz Inseraten und neuer Webseite meldeten sich kaum Interessenten für seinen Hausmeisterdienst. Es ist ja dann nicht so wirklich angelaufen. Ich hatte dann wirklich auch recht Probleme gehabt, um das alles einfach zu akzeptieren irgendwo. Und ich habe immer auch das Problem noch bei mir gesucht, was mache ich falsch? Und das hat mich dann schon extrem abgezogen. Ja. Und ich war dann auch so weit, gewesen, oder wir sind so weit, gewesen, dass wir eigentlich abbrechen können. Ralf hatte bereits sein Jobangebot in der Schweiz. Doch mit Beginn der neuen Saison kam die Wende.
Die Waldburgers erhielten immer mehr Anfragen und das Geschäft mit dem Homeservice nahm Fahrt auf. Das ist eigentlich nicht normal, weil es nicht sein kann, dass da irgendwie innerhalb von einer Woche so weiss geworden ist. Also ich vermute, da, dass da der pH-Wert viel, viel zu hoch ist. Das Wissen über die Poolpflege hat sich der gelernte Autolackierer selbst angeeignet. pH-Wert wäre 7,2, das wäre da von der Farbe her. Und wir sind weit, 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 weit drüber. Allen Startschwierigkeiten zum Trotz, die Waldburgers wollen an der Costa Blanca bleiben. Um es im Alltag zukünftig leichter zu haben, will Corinne ihr Spanisch verbessern. Ich rede einfach. Das ist, ich quatsche einfach. Und ich möchte aber noch, dass ich auch richtig rede. Also, dass ich die richtigen Formen verwende. Weil jetzt, wenn ich mit den Leuten rede, rede ich einfach drauf los. Bueno. Ah, igualmente. Y buen trabajo. Gracias. Okay, nos vemos. Gracias. Chao, chao, Sabine. Adiós. Chao. Hola, buenos días. Quiero hablar con Maya, por favor. ¿Está? Ralf ist in ein Aquacenter gefahren. Er möchte das Wasser aus dem Pool analysieren lassen. Okay, gracias. Hola, buenos días. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Gut, okay. Sie haben auch ein paar Fotos vom Pool, wie das eine Wasser Foto, ja, ein Foto habe ich gemacht, als ich ihn gereinigt habe. Die spanische Angestellte kennt Ralf bereits gut. Also er hat nicht genügend Desinfektion. Die Anlage, wahrscheinlich die Salzelektrolyseanlage, ist nicht genügend am Produzieren. Okay. Das ist für mich natürlich viel einfacher, um das auch den Leuten zu erklären, was für ein Problem das ich habe. Weil mein Spanisch halt eben noch nicht so sattelfest ist, dass ich da jetzt auf Spanisch kommunizieren könnte. Die Waldburgers haben sich ein Netzwerk von deutschsprachigen Kontakten aufgebaut. Das ist zwar gut fürs Geschäft, aber weniger gut für die Integration. Im ruandischen Kigali ist es soweit. Was soll ich da alles rausnehmen? Zuerst deine Tasche. Heute eröffnen die Schommers ihren Fitnessclub. Die Freude scheint jedoch verhalten. Schon einmal hatte ihnen das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Endlich geht's richtig los. Und ich bin überzeugt, dass das eine gute Sache wird. Ob jetzt die Eröffnung das die einzige ist, die es dann nachher, wirklich bringt, das weiß ich noch nicht. Aber sicher wird es einen Boost geben. Dass die Leute kommen, das ist meine Erwartung. Und Membership kaufen. Die Auflagen für den Betrieb des Fitnessclubs sind streng. And please check also Covid-Test. Ohne Zertifikat darf niemand zum Training kommen. Das ist schlecht für das Geschäft, denn nicht alle können sich einen Test leisten. Zum Eröffnungsfest hat Dian Freunde und Bekannte eingeladen, sowie Flyer verteilt. What happened? Alles ist bereit. Fast alles. Kannst du rum? Vorne geht's dünnt. Nein. No? No power coming inside. Ja, ist schief. Ah, it was the volume. Hallo, hallo. Nago ngunda kuvuga cyane, ngunda gusimbuka just sports. Ibyo kuvuga nabyo nkunda nabyo nshoboye nabyo nzi. Those who don't understand Kinyarwanda, thank you for coming. I'm so glad that you're here. I know that Rwandese, they like so much sport.
So even our president is saying we need to be healthy, not only mentally but also physically, to build up this nice country. Muraco said, "Chane, chane," that you all came, and yes, thank you. Der Anfang ist gemacht. Der Fitnessclub ist eröffnet. Gut 50 Sportbegeisterte sind zum Fest gekommen. Mein Träume echt ist jetzt passiert. Mein Fitness ist jetzt auf und ich bin sehr glücklich. The payment. Can we have the price list? Aerobics, Zumba, Gym. This one is 12 months, this one 18. Yeah, let's go! Hey! Das erste Training läuft. Ab jetzt muss Diane mit ihrem Fitnessclub Geld verdienen. An der Costa Blanca haben die Waldburgers Freunde und Corins Eltern zum Fußballabend eingeladen. Heute spielt die Schweizer Nationalmannschaft. Doch nicht nur beim Fußball verspürt Ralf immer noch starke Gefühle für seine alte Heimat. Da hast du den Einstieg, hä? Jupp. Gut. Im Thurgau konnte er sich spontan mit seiner Familie treffen. Hier in Spanien ist das nicht mehr so einfach möglich. Ich war mir das schon eher gewöhnt, weil meine Eltern schon über 15 Jahre hier in Spanien leben. Aber für den Ralf ist es etwas schwieriger, weil er dann natürlich Heimweh auch nach seinem Sohn, nach den Eltern hat. Das ist für ihn nicht so ganz einfach. Schätzli? Sie? Will ich mal Teller und das rausnehmen? Ja, gern. Wo ist Stabo-Teller? Die willst du gerade auf den Tisch, gell? Ja, die würde ich auf den Tisch tun. Und die, die grossen dann auf den und anderen, wo man dann. Der grosse Tisch, ja. Ja. Okay. Aha, ihr zwei, hallo Schöttli! Hola, hallo! Willkommen! Jetzt! Ihre Gäste sind alle Schweizer. Sie bringen ein Stück Heimat ins ferne Spanien. Und für einmal das Gefühl, wie es hätte sein können, wenn sich ihr Traum vom Hundehotel erfüllt hätte. Da könnte man schauen, wie es wäre, wenn es so wäre, oder? Wenn es ein bisschen Leben ist da auf dem Campo draussen. Salut. Salut. Oh, salut. Ja, bitte, gern geschehen. Schweizer Geselligkeit und spanisches Essen. An diesem Abend verbinden sich für die Waldburgers die beiden Welten. Uhr 30 in der Früh in Cuxhaven. Janis, der jüngere Sohn der Cabussas, ist bereits bei der Arbeit. Seit ein paar Wochen macht er eine Ausbildung zum Konditor. Ja. Ich stehe um 3 auf, die anderen stehen um 2 auf. Ich werde dann auch, wenn ich 18 bin, werde ich dann auch um 2 aufstehen. Und 3 ist dann die Arbeit. Mit Velofahrten her und so. Das ist eine gewöhnungsbedürftige Sache, das Ganze. Janis fühlt sich in Norddeutschland wohl. Aber nach seiner Ausbildung möchte er eigene Wege gehen. Ja, ich wollte eigentlich gerne nach Amerika wollen. Seit wir endlich in den Ferien mal nach Amerika sind gegangen, bin ich fast schon verliebt in Amerika. Von den Ortschaften. Also von der Politik jetzt angesehen, die ist jetzt nicht so mein Ding, aber das Land auch.
Oh, jetzt habe ich den vorgeschossen. Den darf ich ja nicht vorschiessen. Hallo. Den darf ich nicht vorschiessen. Der ist geboren am 14. Februar 1874. Das ist unter so einem Latte, den ich rausgenommen habe. Ich habe extra auf die Seite getan. Jetzt, wenn es aber Abend wird, sehe ich es aber nicht mehr. Dann muss ich wieder nehmen. Auch Alain startet früh. Für ihn gibt es kaum Freizeit. Wenn er nicht mit dem Kaffeemobil unterwegs ist, arbeitet er im Turm. Jetzt will er sehen, wie weit die Gerüstbauer gekommen sind. Sie sollten ein Hängegerüst in den Wassertank installieren. Nicht klappt mit dem Gerüst. Das Problem? Ohne das Hängegerüst können die Arbeiter den Tank nicht wie geplant reinigen. Das haben wir Freitag. Und am Samstag weiß ich auch. Ja, Oliver Süd, hallo. Ja, guten Tag. Ja, ich bin jetzt auf dem Kreuz oben. Ich sehe ganz viel Gerüst, aber noch nichts im Tank. Also das Problem ist, wir bekommen die Aufgabe so leider nicht gelöst, so wie das angedacht war. Was gibt es für Alternativen? Also was würde man für Möglichkeiten noch sehen? Das Allersinnigste wäre, dass wir unten in den Tank ein 5 Meter hohes Gerüst reinbauen, in einer waagerechten Ebene, auf der wir dann ein Fahrgerüst stellen könnten. Ja. Mit welchen Kosten müssten wir rechnen? Ich möchte nicht das Wochenende vermiesen oder so, aber ich schätze mal, dass wir da so bei 15.000 Euro liegen würden. Nein. Das glaube ich Mirabelle nicht sagen, das ist um den Augenschock. Aber wenn wir hier eine Plattform bauen, und das ist ja die Frage, erstens muss ich das Material in 10 Meter wieder rüberkommen, oder? Das ist einfach wieder, fällt wieder an. Oder? Das ist, du musst irgendwie einen Kran haben, du kannst es nicht einfach schiessen, das Zeug. Dann musst du das Licht, du musst den Strom, du musst alles irgendwie wieder anführen. Oder? Vorher haben wir etwa mit 3'000 also mit dem Hängegerüst gerechnet. Oder? Also die 3'000 hätten wir sowieso, und jetzt kostet es die 15 nicht mehr. Oder? Und das ist einfach ärgerlich. Und das ist nochmal mal etwa. Oder? Das kann aber ja auch 17 sein. Gut, könnte auch 14 sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in der Regel nicht immer so. Ja gut, etwas anderes mache ich jetzt. Seit Monaten entkernt Alain den Turm, fast immer allein. Für den Umbau des 125 Jahre alten Gebäudes brauchen die Gabussas neben viel Geld auch einen eisernen Durchhaltewillen. Ich hatte so viele Hindernisse schon hier. So. Und ich denke einfach, erst recht machen wir es. Wir machen es auch für uns, weil wir so viel geopfert haben. Also wir geopfert. Einfach so viele Entbehrungen gemacht haben. Und wir nehmen keine Ferien, wir tun alles investieren, was wir haben hierher. Ja, wir können fast gehen. Also, wir könnten schon noch draus gehen. Die Bank hat uns auch gesagt, ja, verkauft es doch jetzt. Jetzt könnt ihr einen Gewinn machen und die Baugenehmigung und alles haben. Aber das war nie die Idee gewesen, oder? Die Idee ist jetzt wirklich, dass wir einfach das fertig machen und zwei Ferienwohnungen können verkaufen können. Und das ist das Ziel, und damit wir es gut finanzieren können. Durch den Verkauf von zwei der drei Ferienwohnungen wollen Alain und Mirabelle die gestiegenen Kosten beim Ausbau des Turmes ausgleichen. Für Diane Schommer beginnt in Kigali der Alltag als Chefin ihres Fitnessclubs. Zweimal am Tag fährt sie ins Studio, um Kurse zu geben und nach dem Rechten zu sehen. Morning everybody. Morning Mariette. Everything good? Ehemann Marco ist bereits im Büro. Yes, morning, morning. I wanted to see if you are ready. Yes. Seit kurzem hat er eine Festanstellung bei einer Schweizer Stiftung. Yellow folder. Can you show me quick? Because... Marco berät ruandische Firmengründer. Er hilft ihnen, ihr Unternehmen aufzubauen. That's very good. Yeah, and the financial plan. Because they will talk about the investment.
Zusammen mit einer Mitarbeiterin geht es für Marco zu einem Außentermin. In seinem neuen Job kann er sein großes Know-how aus 25 Berufsjahren in der Schweiz weitergeben. Das ist genau das, was ich wollte. Das ist genau das, was ich mir gesagt habe. Das ist das, was ich machen sollte. Ei, ei, ei. Wir fahren hier wieder umeinander, wie wenn es keinen Kopf hätte. Aber es ist streng. Es ist also nicht einfacher als in der Schweiz. Als Teamleiter hat Marco einen 80%-Vertrag. Also der Job der gibt mir eigentlich jetzt genügend Einkommen, dass wir gut leben können. Und ich kann die noch ein bisschen subventionieren im Fitnesscenter, wenn es nötig wäre. Sieht zwar eigentlich relativ gut aus, aber ich weiß ja nie. Von dem her, nein, ich verdiene eigentlich sehr gut für ruandisische Verhältnisse. Marco fährt raus aus der Stadt in unwegsames Gelände. Und dann hier, ab hier aus Dritt. Ab hier, it will be very funny. Die beiden sind mit einem Unternehmer verabredet, der einen Steinbruch betreibt. So. Interesting coaching. Hello, Emmanuel. Hello. I'm so sorry. Yeah. We are late. No, no problem. No problem. Unternehmer Emmanuel möchte seinen Betrieb erweitern und sich eigene Maschinen kaufen. Einen Großteil der Fahrzeuge hat er bisher gemietet. Meine Aufgabe wird jetzt sein, seine finanzielle Situation anzuschauen, ein bisschen zu analysieren. Sehen, wie realistisch das ist, was er sich da vorstellt, und ihm sagen wir mal, Optionen können unterbreiten, wo er dann kann sagen, okay, ich gehe für die Option oder für die Option. So, basically here is our site office. So we've got also a canteen for the workers, mm-hmm. But this is normally where they have their lunch. Okay, so they cook here and then they buy half a cow or? Anything they can buy. Okay. Yes. Okay. This is our own we devote. Okay. So this is the sheet for expenses. For expenses. This is the first product and this is the concass. So both together, and then you have here that A is the total, huh? 22 million. Okay. Did you do a budget? Budget. Is this in the budget? Basically, we are looking at having a standard budget by the start of January. Okay. Because here I've been having a challenge of getting the number. There are so many activities coming in. What I would suggest to you is let's maybe update it end of September, huh? And then in October we sit together. You make it as correct as possible. Marco braucht noch genauere Zahlen, um Emmanuel beim Ausbau seines Steinbruchunternehmens helfen zu können. An der Costa Blanca bereiten die Waldburgers ein Ferienhaus für neue Gäste vor. Wie so ein Ghostbuster, gell? Der Ralf hat mir da so einen Staubsauger gekauft, den ich mir auf den Rücken schnallen kann. Das ist ein bisschen bequemer. Das ist genial, man muss sich die Arbeitsgänge so bequem wie möglich machen. Und jetzt habe ich hier meinen Rückenstaubsauger. Corinne und Ralf kümmern sich mittlerweile um 17 verschiedene Liegenschaften. Die Besitzer der Immobilien leben alle in der Schweiz.
Ferienhäuser reinigen anstatt Vierbeiner im eigenen Hundehotel betreuen. Das ist der neue Alltag der Auswanderer. Es ist nicht so, dass ich mir erträumt habe, zum Häuser putzen. Aber das ist jetzt so vorübergehend, sage ich mal, etwas, was wir jetzt machen. Und ja, machen wir das Beste draus. Neu ist auch, dass Ralf und Corinne die Arbeit miteinander absprechen müssen. Wie den Häusern, die wir betreuen, da macht Corinne den Innenteil und ich den Außenteil. Ja, da haben wir eigentlich so aufgeteilt. In der Schweiz gingen sie unter der Woche jeweils ihrem eigenen Job nach. In Spanien sind sie nun fast rund um die Uhr zusammen. Das ist nicht ganz einfach, wenn man wirklich so lange immer zusammen ist und auch miteinander arbeitet. Das haben wir natürlich nicht gekannt, miteinander zu arbeiten. Es ist zu allem anderen, was wir jetzt natürlich für eine Belastung haben mit dem Hundehotel und so, ist das natürlich auch noch mal eine rechte Herausforderung. Aber wir arbeiten da, weil unsere Liebe genug gross ist. Und das machen wir gemeinsam. Ich tue noch so Fossa Septica rein. Ja. Wir haben ein bisschen verschiedene Auffassungen von den gewissen Arbeiten, wie man es ausführen sollte. Aber mittlerweile muss jeder eigentlich akzeptieren, sie macht es so, wie sie macht, und ich mache es so, wie ich es mache. Ja, das muss man einfach akzeptieren. Weiter geht's zum nächsten Auftrag. Was die beiden zusätzlich belastet, bisher verdienen sie mit ihrem Home Service nicht genug Geld. Das ist so, dass wir eigentlich mit den Aufträgen, die wir jetzt haben, nicht können, unseren Lebensunterhalt finanzieren. Wir leben im Moment zur Hälfte von unserem Ersparten. Ja. Das ist definitiv so. Aber wir müssen auch ehrlich sein, wir haben das ja schon beim Hundehotel eigentlich so in den ersten zwei Jahren so berechnet kann, dass wir vom Ersparten auch leben müssen. Ja, da müssen wir jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten, jetzt, wo es ein bisschen ruhiger wird, mal wirklich über die Bücher schauen, was rendiert und in welche Richtung wir gehen. Hinzu kommt, mit der Betreuung von 17 Liegenschaften sind sie schon fast ausgelastet. Wenn du auswanderst, musst du meistens mehr arbeiten als daheim. Oder du musst viel länger, viel harter arbeiten für das Geld, das du am Schluss bekommst. Weil die Löhne sind natürlich nicht hoch da unten und ja, viel mehr Aufwand, bis du mal ein etwas beieinander hast. Easy Life gibt's nicht. Ein Job, der sie nicht erfüllt, die Beziehung belastet und zu wenig einbringt. Die Waldburgers müssen sich überlegen, was ihnen das Leben in Spanien wert ist. Beim Wasserturm haben die Gabussas eine Lösung für das Problem mit dem Gerüst gefunden. Und sie ist einfach und kostengünstig. Sie ließen ein Loch in den Metalltank schneiden, durch das die Arbeiter ins Innere steigen können. Das teure Gerüst war damit hinfällig. Aber kaum haben Mirabel und Alain ein Problem bei ihrem Turm gelöst, scheinen zwei neue aufzutauchen. Trotz Baubewilligung geht es immer noch sehr langsam voran.
Architekten, Statiker und Planer müssen sich über das weitere Vorgehen einigen. Dann haben wir die Decken. Das ist ja das Thema, was wir gerade haben, wo ich auch auf eine Antwort von der Bauleitung oder vom Bauherrn warte. So wie ich weiß, ist das schon lange bestimmt worden, dass es ein Trockenaufbau sein wird. Und dass natürlich der Strittschall, der muss gewährleistet sein. Es gibt auch keine Bodenheizung und es kommt ein Parkett drüber. Das ist alles. Ja, das ist ja schon mal eine gute Info. Ja, also es ist nicht ganz unkompliziert. Standardlösungen gibt es für den 48 Meter hohen Turm nicht. Jedes Detail muss neu durchdacht werden. Fehlt eine Information, verzögert sich sofort alles. Mirabel versucht zu vermitteln. Letzten Endes sind wir die Bauherren. Wir sind zwar da, aber wir können nicht alles durchorganisieren. Ihr müsst miteinander sprechen, wenn ihr bestimmte Sachen wollt. Jetzt beim Architekten nachfragen. Es ist wichtig, dass dieser Austausch stattfindet. Auch Nicola, der für seine Abschlussprüfung zum Hotelfachmann lernt, bleiben die Schwierigkeiten seiner Eltern natürlich nicht verborgen. Wenn man natürlich wieder hört, das klappt nicht, das klappt, das ist natürlich ärgerlich. Ich werde auch gerne wieder gefragt, sei es in der Schule oder auf der Arbeit, wie geht es vor allem mit dem Wasserturm und so, erzähl und so. Die interessieren sich natürlich alle, aber ich erzähle da schon ein paar Sachen. Aber ich kann natürlich nicht mehr sagen, als wir momentan machen, oder? Das ist natürlich eher ein bisschen blöd manchmal, aber es ist jetzt halt so. Ich glaube, das kommt schon gut. Irgendwie kommt man immer auf die gleichen Themen um. Die Leute sind x-mal, können die Sachen anschauen. Dann haben sie auf dem Ding, auf dem Bau, kein Problem, alles gut. Und dann, wenn du es plötzlich schriftlich haben musst, dann plötzlich, oh ja, da müssen wir schon noch genauer her schauen, da müssen wir schon noch, wir brauchen noch das und das. Nachher fehlt es an Kommunikation zum Teil auch. Also das zieht sich unnötig wahnsinnig in die Länge. Brauchen Sie noch ein Löffelchen? Hier, danke schön. Moin, hallo. Ich nehme deine Käsewurst und Pommes. Hallo. Hi, Brigitte. Hallo. Positiv bleiben, Rückschläge abhaken und sich gegenseitig stützen. So meistern die Gabusas ihre schwierige Situation. Wir machen gerade den Stabübergabe. den Arbeitsrock. Ja, muss ich mal Pause machen? Ja, er muss mal eine Pause haben. Seit Jahren bestimmt das Projekt mit dem Wasserturm das Leben der Gabusas. Ich hatte gerade jemanden, der kam, der gesagt hat, wie das so sei. Und man sich übernimmt bei solchen Sachen. Und ich sagte, nein, ich glaube nicht, dass man sich übernimmt. Wir haben ja so viel geplant. Aber ich sage, das Wichtigste ist, dass die Frau oder respektive der Mann und die Frau sich zusammen verstehen und die gleiche Vision, das gleiche Ziel haben. Und sonst würden wir sehr wahrscheinlich getrennte Wege gehen. Aber allein könnten wir sehr wahrscheinlich beide zusammen nicht meistern. Das wäre gar nicht möglich. Wenn ich sehe, was Mirabel alles macht, dann bin ich schon sehr, sehr dankbar. Allein würde ich es nicht können. Hallo! Auch der Fitnessclub in Ruanda konnte nur entstehen, weil Dian und Marco an einem Strang gezogen haben. Rund 100 Abonnements hat Dian trotz Corona im ersten Monat verkauft und so knapp $2000 Umsatz machen können. Das reicht Dian noch nicht ganz, um alle Kosten zu decken. Viel besser, als was ich gedacht habe. Leute haben Freude, sie haben gedacht, oh, schöner Ort. Es ist auf Straße, einfach zu Fuß, einfach mit dem Auto.
einfach mit dem Motorrad. Ich habe Freude, das ist mein Baby. How many people do we have for trampoline today? I think 10. 10? Yeah. Okay. Neben Aerobic und Zumba bietet Diane auch Trampolinkurse an. Einen Teil der Fitnesslektionen leitet die 51-Jährige selber. Zusätzlich hat sie noch zwei weitere Trainer angestellt. Wenn immer möglich, kommt Marco nach der Arbeit im Fitnessclub vorbei. Thank you. Okay. Hello. Hello. Hoi, Schnuckli. Hallo. Der Fitnessclub der Schommers scheint anzukommen, trotz Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Wir haben recht viele Kunden jetzt im Moment. Dürfen wir nur 10%. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, um herauszufinden, was jetzt da 10% sein soll. Aber ja, ich glaube, wir mussten einfach ein bisschen reduzieren, dass wir nicht alle Trampolin rausnehmen dürfen. Und somit zeigen wir, dass wir einen guten Willen sind. Aber ja, nein, also sehr gut, ist sehr gut angelaufen. Ich bin happy. Ja. Bald zwei Jahre ist es her, dass Marco und Diane ihre Heimat im solothurnischen Bettlach verließen. Ich habe von null angefangen und jetzt, jetzt kann man brauchen. Ja, es tut gut. Aller Hindernisse zum Trotz konnte Diane ihre Träume verwirklichen. Good night. See you tomorrow. Und auch Marco konnte sich in Ruanda etwas Eigenes aufbauen. Schnuckli, you go with your car, me I go with the other car. I go with my car. Okay. Tschüss. Mit Max. Bis später. Platziert. Ja, wir schauen zuerst, wie wir es machen können. Und dann schreibe ich meine Nummer drauf. Ja. Dann könnt ihr ja dann anrufen. Man muss ja irgendwie sehen. Also dort, wo wir es gekauft haben, ist das Schild da dort dran. Ich kann es hier machen. Warte, ich schaue schnell, wie es aussieht. So ist gut, oder? Ja. Ich würde sagen, da wie es siehst du es. Komisch, dass die, ja, die Tafel aus unserem Haus zu sehen da. He? Hm. Was? Hm? Ja? Ja, sechs. Ja. Schwerwiegende Entscheidung in Spanien. Corinne und Ralf wollen ihr Auswanderungsabenteuer abbrechen und zurück in die Schweiz. Ihr Haus steht ab sofort zum Verkauf. Und jetzt mit dem Home Service. Würde es eigentlich gut anlaufen, nur wir kommen hier auf keinen grünen Zweig, leider. Wir müssen immer noch zu viel von unserem privaten Ersparten einschiessen. Das würden wir noch länger machen müssen und dann haben wir müssen sagen, das ist es uns nicht wert. Jetzt so für den Home-Service, den wir machen, noch so viel Geld müssen einschiessen. Für das Hundehotel wäre es noch sein gewesen, weil es unser Traum war. Was wir gerne hätten wollen machen. Und jetzt haben wir müssen sagen, wir möchten da nicht mehr. Mein Gott, die Jacke haben wir da gar nie gebraucht. Nein. Die sind. Aber müssen wir schon keine neue kaufen. Ja, gut, haben wir es mitgenommen, gell? Das tiefe Lohnniveau sowie die hohen Steuern und Abgaben machten es den beiden schwierig, ihre Firma kostendeckend zu betreiben. Ihre Perspektive: Tag ein, Tag aus schuften. Weit weg von Freunden und Verwandten in der Schweiz. Am Anfang hätte ich es nie gedacht, dass ich irgendwann
in so eine Situation komme, dass ich wirklich ja, HIV habe. Halt auch mit der ganzen Pandemie hat schon auch noch einen Einfluss gehabt. In dem Sinn ist da dann auch bewusst worden, was die Familie eigentlich, was die Familie wert ist. Willst du die noch drei? Eine noch mal? Oder? Nein, etappenweise lösen sie hier nun alles auf. Bis im Frühjahr wollen sie zurück in den Thurgau ziehen. Wir haben den Schritt gewagt, weil das unser Traum war. Und wer nicht wagt, gewinnt nicht. Und darum bereue ich da keinen einzigen Tag, wo wir da unten waren. Es war eine schöne Erfahrung. Landschaft. Ralf und Gorin wirken erleichtert, jetzt wo sie die Entscheidung zur Rückkehr gefällt haben. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir verkaufen zu Sau, weil es ist natürlich nachher dann wieder ein, auch ein finanzieller Aufwand, den man machen muss. Das Haus muss auch gepflegt werden. Und vermieten ist so eine Sache. Also da haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, dass das nicht wirklich so das Wahre ist. Und wir haben gesagt, wir haben in der Schweiz schon den vollkommenen Strich gemacht. Machen wir da unten auch alles weg und wirklich neu anfangen. Oh, da hat es gerade so etwas für mich in die Richtung, die ich eigentlich suche. Amrischwil, noch besser. Okay. Die Waldburgers folgten ihrer Sehnsucht, zogen an die Costa Blanca und versuchten, sich hier mit Mut und Zuversicht etwas aufzubauen. Ja, meine, wenn du so in die Richtung schaust, hey, das Meer spiegelt so ruhig, schön, schon schön. Das Wichtigste ist, dass wir zwei glücklich sind. Ja. Alles ja. Andere ist dass wir gesund sind, natürlich. Ja. Was ihnen bleibt, sind schöne Erinnerungen. Testen. Ja, komm, schau mal. Ich kann dir da leider nicht beistehen. Weil, ja, ja. Falls ich irgendwelche Flossen gesehen so. Ja. Bleiben wird ihnen auch die Gewissheit, nicht nur vom Auswandern gesprochen, sondern den Sprung ins Unbekannte gewagt zu haben. Der Lärm der Bohrmeißel im Untergeschoss des Wasserturms ist wie Musik in den Ohren der Gabusas. Gut. Viel zu lange mussten sie auf diesen Moment warten. Wir sind grundsätzlich die Leute da jetzt am Arbeiten, oder? Und endlich anfangen, oder? Das ist für uns wichtig. Fortschritte gibt es auch außen am Turm. Die Schäden an den Metallbändern unterhalb des Wassertanks waren nicht gravierend. Mittlerweile sind sie entrostet und frisch gestrichen. Jetzt tun wir das Schutzgitter dran, dass einfach nicht etwas mal fortrosten würde oder irgendwie noch etwas wäre, würde es nicht auf den Kopf fallen. Ein Großteil der Außenarbeiten ist damit abgeschlossen. Rund 1000 marode Ziegelsteine tauschte der Fassadenbauer aus. Der Blitzschutz wurde angebracht und Vorkehrungen für den Brandschutz getroffen. Ein Netz schützt die sanierten Balken vor Taubenkot. Und die Dachgauben erstrahlen in neuem Glanz. Bis zum nächsten Sommer soll der Turm auch innen fertig umgebaut sein. Es gibt so viele Baustellen, die man hier hat, also kleine Details. Aber wir sind guten Mutes. Wir haben jetzt mit der Ausschreibung, mit der Elektrikfaden angefangen. Und das Einzige, was uns noch einfach einen Strich machen könnte, ist einfach, wir haben zwar das Angebot, sie könnten es machen, aber können sie dann wirklich, oder? Das ist immer ein bisschen die Frage, oder?
Pünktlich zum 125-Jahre-Jubiläum wollen sie ihr Café im Wasserturm eröffnen. Aha. Der Wassertank zumindest ist jetzt schon bereit. Frisch gereinigt und versiegelt wartet er auf zukünftige Besucher. Im Rahmen von bezahlten Führungen wollen die Gabusas den Tank der Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Boden ist auch so immer sandig. Interessant. Mirabelle und Alain haben ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen. Für die Vision vom Café im Turm haben sie mit ihren Söhnen ihr Zuhause im Emmental verlassen. Wir sind hier daheim, wo für mich jetzt eine Familie ist. Wir hätten zwar nie gedacht, dass wir mal in Deutschland uns niederlassen, aber Es stimmt für uns. Es ist wunderschön. Wir haben hier eine rechte Vielfalt. Eben vom Meer über einen solchen schönen Wald. Küste, Schiff. Ja. Und wir haben einen hohen Turm. Das ist das unser Berg. Wenn ich noch so einen Schritt machen würde, also mit der Familie oder mit dem Zweiten, dann würden wir sehr wahrscheinlich mehr Zeit einräumen. Aber ich glaube einfach, dass wir das Richtige gemacht haben. Ja, absolut. Würde ich sagen. Jeder Entscheid, der mir dann zumal gefällt ist, war dann zumal der richtige. Ja. Und so sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir heute sind. Ja, jetzt haben wir uns verlaufen. Definitiv nicht. Die Mami und ich sind so manchmal in diesem Wald. Wir sind jetzt wirklich so viel durchgelaufen. Ich habe jeden Weg verrutscht. Eines ist sicher, die Gabusas werden alles daran setzen, ihr Projekt mit dem Wasserturm zu einem guten Ende zu bringen. Wie es aber danach bei ihnen weitergeht, ist offen. Ihre Träume verwirklichen, das wollen auch unsere neuen Auswanderer. Zur Pensionierung in die Toskana. Ein Agriturismo ist der kühne Plan von Eva Dudle und Philipp Squaitamatti. Sehr gut. Auf dem neu erworbenen Land pflanzen sie 800 Olivenbäume. Doch kaum gestartet, trennen sich die beiden. Ich denke, wir bemühen uns um eine neue Form von Miteinander. Der Sommer in Italien ist heiß, die Gäste kommen. Aber es fehlt an Wasser. Eine Quelle ist nicht vorhanden und die andere ist praktisch versiegt. Das heisst, wir müssen wieder nach Wasser suchen. Ein historischer Moment, die letzte Schweizer Ohrenmarke, die ich eindrücke. Wird dem schon bewusst? Also, ja, er geht. Bauernfamilie Wieser wandert mit ihren Tieren aus dem Aargau nach Frankreich aus. Allez. Sicherlich eine andere Perspektive, ich habe auch eine andere Cashflow-Marge auf der Milch selber. An der Atlantikküste kaufen sie einen riesigen Hof und werden zu einem der größten Milchproduzenten der Gegend. Total sind wir irgendwo bei 460 Tieren, die im Betrieb sind. Das ist schon Hausnummer. 947.696. Und endlich ab nach Amerika. Allgemein, ich bin so ein bisschen ich war früher gegen den Indianer, Cowboy-Freak. Die Schweiz ist zu klein. Die Schweiz ist nicht von ganzer Welt. Marina Mara und Mike Hostetler ziehen vom Kandertal nach Florida. Dort wollen sie ein Waffelrestaurant eröffnen. Hey, im Fall ist ein Huren, der Schlott, ich bin schon Huren nervös. Trotz langer Vorbereitung läuft einiges schief. Die neue Staffel ab nächsten Freitag um 21 Uhr auf SRF 1. Auf und davon.
mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.